Der nächste Punkt ist, wie kann ich effektiv mein Becken zügig gegen die Wand fahren? Ist mir tatsächlich vor einigen Tagen passiert. Und da möchte ich auch noch mal kurz darauf hinweisen, weil es ist eine Sache, die euch da draußen auch passieren kann. Und zwar, ich habe an meiner Dosieranlage, an der X3, habe ich angeschlossen auf dem Kanal 1 den KH, auf dem Kanal 2 das Calcium, also Essentials 1, Essentials 2 und auf dem Kanal 3 habe ich das Nutrion P. Extra an die X3 angeschlossen, hatte den Hintergrund, da hatte ich hier den Schwarm Chromis noch nicht vollständig, den habe ich übrigens auch noch zusätzlich gekriegt. Und kommen wir gleich zu. Das Nutrion P habe ich an die X3 dran gesetzt, um gegebenenfalls Defizite auszugleichen. Sprich, wenn mein, ich hatte eine Zeit lang das Nutrion P dosiert und ich merke an dem KH-Verbrauch, passt das oder passt das nicht. Wenn der KH-Verbrauch zurückgeht und mein KH steigt über ein, zwei Tage, dann merke ich, okay, du hast jetzt zu viel Phosphat drin und konnte das runterregeln. So, jetzt habe ich eine Messserie gemacht vor einigen Tagen und festgestellt, ich habe ein kleines bisschen zu wenig Calcium drin. Und das Calcium ist ja genau in der Mitte, also auf dem zweiten Kanal. Der dritte Kanal ist dann Phosphat. Jetzt bin ich hingegangen, habe das ausgerechnet und festgestellt, ja, du brauchst so Pi mal Daumen 4 Dosierungen zu je 60 Milliliter über 2 Tage verteilt. Also pro Tag 2 Dosierungen a 60 Milliliter, damit ich meinen KH, mein Calcium wieder von, ich glaube, 390 auf 420 anheben kann. Habe ich dann dementsprechend, bin auf die Pumpe gegangen, habe die X2, den zweiten Kanal ausgewählt, habe mich dann nochmal zum Rechner gewandt, habe dann dort nochmal meine Berechnung überprüft. Und genau in dem Moment muss die Pumpe dosiert haben. Und jeder, der die X3 hat, sollte da mal drauf achten, dass wenn man auf meinetwegen dem ersten Kanal ist und der dritte Kanal dosiert, dann springt die von dem ersten Kanal, zack, rüber zum dritten Kanal. Und genau das Gleiche hat sie bei mir gemacht. Und ich habe nicht weiter drauf geachtet. Es ist zwar tatsächlich zu sehen in der Übersicht, was unterlegt ist, aber in dem Moment, ich hatte den zweiten Kanal angewählt und dann in dem Moment ist die Pumpe umgesprungen, weil mein Phosphat dosiert hat. Und ich habe nicht weiter darauf geachtet. Ja, bin dann lockerflockig hingegangen, auf manuelles Nachfüllen und habe gesagt, pump mal bitte 60 Milliliter angenommenes Calcium da rein. Aber tatsächlich habe ich 60 Milliliter Nutrion P in mein Becken dosiert. Ja, habe ich dann auch tatsächlich in dem Moment auch noch nicht gemerkt, weil in dem Moment, wenn man manuelles Nachfüllen einstellt, das kann ich dann auch noch mal kurz zeigen, zeigt er einem nicht wirklich an, wo man gerade ist. Und ich habe auch nicht darauf geachtet, weil ich schock und steif der Meinung war, dass ich auf dem zweiten Kanal bin und den auch angewählt hatte. Ja, ist aber wie gesagt rumgegangen bzw. übergegangen auf den dritten Kanal, auf das Nutrion P, und ich habe halt 60 Milliliter Nutrion P in mein Becken gepumpt. Und von da, was hatte ich da gemessen? Ich glaube, ich war bei einem Phosphatwert von, lasst mich nicht lügen, ich glaube ungefähr 20 gemessen, das macht dann ungefähr 0,06. Servus die Damen. Ist der hochgegangen auf eine gemessene 87, das sind ungefähr, ich schlage es jetzt mal drüber, 0,27, 0,28, so in den Dreh rum, ist schon heftig, also was da an Phosphat dann ins Becken gegangen ist. Komm Fräulein, hopp, nicht? Nee, ich bin jetzt hier am Drehen, geht gerade nicht. Und da habe ich dann natürlich auch erstmal Schnappatmung gekriegt. Puls runterkommen lassen und dann das Ganze mal durch den Kopf gehen lassen, wie man das am besten machen kann. Und ich habe entsprechende Mittel hier. Ich habe Phosphatabsorber da.
und ich habe auch Lantanen da. Und beides kam zum Einsatz. In einer gewissen Reihenfolge muss man allerdings auch beachten. Ich habe zuerst das Lantanen gegeben, habe ausgerechnet, wie viel brauche ich, um eine theoretische Summe X runterzunehmen, weil das ist tatsächlich so eine theoretische Summe, weil das, was draufsteht, funktioniert nicht immer. Der nimmt in der Regel immer etwas weniger raus, als wie man tatsächlich berechnet hat. Bin jetzt hingegangen und habe hier 10 Milliliter Lantanen reingepackt ins Freiwasser. Ins Freiwasser deshalb, weil da ja dementsprechend auch das Phosphat drin ist. Und habe dann erstmal abgewartet, bis das Lantan das freie Phosphat gebunden hat. Dann wird es ja trüb. Und habe dann gewartet, bis das Wasser wieder klar wurde. Habe meine Fische dabei beobachtet. Es darf in dem Moment auch nicht zu viel Lantan sein, weil das schlägt auf die Kiemen. Ganz wichtig, bei Überdosierung sind die Doktoren da höchst empfindlich. Alle anderen Fische auch, aber die Doktoren ganz besonders. Aber alle drei sind da, sind sich hier und da dann auch ein bisschen am käbbeln. Von daher alles gut gegangen. Der nächste Schritt war, meinen Wirbelbettfilter mit dem Phosphatabsorber zu bestücken. Und zwar eine relativ große Menge. Und den Durchfluss durch meinen Filter dann dementsprechend zu erhöhen, um dann den Rest des Phosphats rauszuziehen und nicht weiter Lantan einsetzen zu müssen. Weil, wie gesagt, ich will nicht zu viel von dem Zeug einsetzen, weil das halt auf die Kiemen schlägt. Den Fischen geht's gut, kann ich jetzt gleich auch mal gerne nochmal einblenden, ein entsprechendes Video. Die atmen alle ganz normal, das passt also. Ja, Ende des Tages war es dann tatsächlich so, dass ich dann das Phosphat dann tatsächlich raus hatte und war dann wieder auf einem gemessenen Wert von 30. Das sind dann so, lass mich nicht lügen, 3,69, also ungefähr ja, 0,1, 0,12, 0,11 ungefähr. Das ist soweit in Ordnung gewesen. Ich habe dann über den normalen den Absorber noch ein kleines bisschen mitlaufen lassen und habe dann aber tatsächlich an diesem Tag von diesen 87, die ich gemessen habe, das wieder runterziehen können auf 30 und am nächsten Tag war ich wieder auf 25, wo ich hin wollte und das passt dann dementsprechend. Also das ist so der Bereich, den ich momentan bevorzuge, den meine Korallen bevorzugen, was okay ist. Aber Fakt ist, wenn sowas passiert, müsst ihr schnell reagieren. Ihr dürft es nicht drin lassen. Ihr müsst gucken, was schnell reingeht, muss auch schnell wieder raus. Gerade beim Phosphat. Und es hat hier tatsächlich jetzt, ja, es ist jetzt 3 Tage her. Also es kann tatsächlich noch die eine oder andere Koralle sagen, war doof. Aber bisher noch nicht. Ich hatte, als ich aus dem Urlaub gekommen bin, hatte ich eine Koralle, die mir hops gegangen ist, beziehungsweise die weiß geworden ist von unten. Das hatte aber einen anderen Grund, weil ich nämlich 2 Tage bevor ich in Urlaub gefahren bin, hatte ich einen Phosphatsturz gehabt. Da hatte ich dann die entsprechende Dosierung noch mit dann nicht am Laufen gehabt. Von daher ging es dann auf einmal runter auf fast null und das hat die nicht so toll gefunden. Hab dann 2 Tage vor meinem Urlaub bin ich hingegangen und habe die Dosierung angepasst. Und das hatte dann über den Urlaub hinweg funktioniert. Aber diese eine Koralle, Batunai, genau, Acropora Batunai müsste das sein. Hier habe ich einen Rest davon. Da hinten habe ich auch noch einen Rest auf der Ablegerbank. Die hat es tatsächlich fast zerrissen. Aber ich konnte frühzeitig noch eingreifen, habe die großzügig, wirklich richtig großzügig gefrackt und das sind jetzt seit dem Urlaub, seitdem ich jetzt wieder hier bin, sind das knapp 2 Wochen und es ist nicht weiter vorgedrungen, also sprich, die ist nicht weiter abgestorben und ich hoffe, dass ich die dann dementsprechend gerettet habe. Was auch noch aufgefallen ist, jetzt im Laufe der Zeit, ich hatte ja gesagt, ich habe die Beleuchtung von der Intensität noch mal ein Stück zurückgedreht. Ich war auf 55% hier im rechten Bereich und die ein oder andere Akku fand das nicht so wirklich witzig, weil die auch recht hoch stehen.
Und die sind mir hell geworden oder haben helle Stellen gekriegt. Blende ich gleich auch nochmal ein, wie das ausschaut. Also es ist keine satte Farbe gewesen. Ich habe hier vorne auch eine, die tatsächlich das Ganze nicht überlebt hat. Da muss ich mal gucken, ob ich noch ein Stückchen von retten kann. Aber die ist momentan auch am Absterben. Wegen Strahlungsstress. Da bin ich tatsächlich hingegangen und da hatte ich tatsächlich zu viel Licht in dem Bereich. Das habe ich jetzt reduziert von 55% runter auf 45% im rechten Bereich. Und hinten liege ich, glaube ich, bei 35% bei den LPS. Da fahre ich ein komplett anderes Programm. Also hier ist LPS-SPS-Programm und hinten läuft das reine LPS. So, die maximale Aufnahmezeit wurde gerade erreicht. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wo ich war. Ich habe dann dementsprechend da hinten das Licht reduziert und die Korallen stehen definitiv besser. Die SPS machen auch jetzt weiter auf. Und auch selbst mit der Abdeckung passt das alles. Also der Verbrauch ist jetzt gleich geblieben, da hat sich jetzt nichts geändert. Das ist alles so im grünen Bereich. So, jetzt bin ich komplett gerade rausgeschmissen worden aus dem Konzept. Ja, wie gesagt, zwei Korallen, also sprich hier vorne die eine SPS, da muss ich gucken, ob ich noch was von abbrechen kann und retten kann, wenn es auch nur Mini ist. Und die Batunai, die habe ich gerettet. Das hat nochmal funktioniert, da habe ich Glück gehabt. Das war dann halt, ist dann halt das Problem, wenn A, zu wenig Nährstoffe drin sind. Also Phosphatlimitierung ist ganz, ganz böse. Gerade die SPS und Akroporen sind SPS, nehmen einem das krumm. Nicht direkt, das ist ja das Problem, man sieht es nicht sofort. Das kommt erst 2, 3, 4, 5 Tage später, vielleicht auch eine Woche, auf anderthalb. Das kann schon mal länger dauern, aber dann auf einmal sterben sie ab und man weiß eigentlich gar nicht mehr, warum jetzt in diesem Moment. Das hat dann damit zu tun, dass man das Ganze vielleicht ein bisschen vorher da ein Problem hatte. Ja, die LPS sind da etwas zügiger und schnell wachsende SPS, wie zum Beispiel eine Serie Topora hinten oder eine Milka, nicht Milka, habe ich ja gar nicht mehr, eine Monty, die, bei denen sieht man das etwas früher. Ja, alles in allem ist im Prinzip das, genau das gewesen, was halt passiert ist. Einmal durch Überdosierung und einmal durch Limitierung und durch Strahlungsstress. So, die drei Punkte, das habe ich jetzt behoben. Es wächst alles soweit weiter. Was ich auch gemacht habe, habt ihr schon gesehen, hier unten steht meine Scully. Die habe ich von dem Stein, der hier hinten war, da war die ja drauf befestigt. Da unten waren Xenien dran, da sind Xenien komplett unten rumgewachsen. Und ich hatte das Gefühl, dass diese Xenien der Koralle nicht wirklich schaden. Aber sie haben sie auch in meinen Augen am Weiterwachsen gehindert. Also bin ich hingegangen, habe sie abgenommen und habe die Xenien vorsichtig mit der Zahnbürste entfernt. Dabei muss man aufpassen, dass man halt nicht ans Gewebe, ans Fleisch kommt, weil dann beschädigt man die Koralle. Aber die Xenien lassen sich mit einer Zahnbürste entfernen. Kann ich auch noch mal kurz im Bild einblenden. Ich habe nicht ganz alles erwischt, habe ich gesehen. Ist aber nicht weiter schlimm. Kann ich noch mal dran gehen. Aber nachdem ich die entfernt habe, ist die jetzt sehr viel größer, sehr viel weiter auf wie vorher. Also bei den Xenien ist es so, das sieht man hier vorne bei den Akans auch. Die sind eingewachsen von den Xenien und werden so ein kleines bisschen eingedrückt. Die können sich nicht hundertprozentig entfalten und weiter wachsen. Werde ich auch noch hingehen und diesen Stein säubern. Wenn man allerdings die, ich sag mal, die Position erreicht hat, wie zum Beispiel in der Mitte, da habe ich ja die entsprechenden Basalscheiben von den SPS und das möchte ich auch so da haben, dann ist das soweit in Ordnung, das passt. Dann muss ich da jetzt nicht weiter intervenieren. Aber es ist halt möglich, diese blauen Xenien, wenn sie dann tatsächlich zu aufdringlich geworden sind, mit der Zahnbürste zu entfernen, geht ganz einfach. Und wie gesagt, ich mache gleich auch nochmal eine Detailaufnahme und man sieht auch, dass nichts mehr ist. Ich war ja auch komplett eingewachsen, rundrum komplett und die erholen sich dann auch nicht mehr. Ja, sonst noch was? Ja, ich habe noch ein paar Korallen dazu gekriegt von jemandem, der aufgehört hat. Der Benny hier bei uns aus dem Bereich hat vorübergehend aufgehört, ist der Energiekrise pauschal gesagt geschuldet. Jeder hat da seine eigene Kalkulation, seine eigene Berechnung und ja, er hat das Becken jetzt erstmal
aufgelöst bzw. leer gemacht und wartet jetzt erstmal darauf. Schauen wir mal, wie sich es entwickelt. Und ja, ich habe halt die Tiere hier und da zur Pflege genommen. Und da sind dann auch die Chromis hergekommen. Die habe ich mir dann extra bei ihm gesichert, weil ich die Tierchen haben wollte. Und das funktioniert auch jetzt ziemlich gut. Ich habe einen stabilen Phosphatwert gestern noch gemessen. Kann ich euch auch nochmal einblenden. Hier von 25. Das passt soweit. Damit bin ich zufrieden. Ja, und ja, Thema pH-Wert hatte ich ja eben auch gesagt beim KH-Keeper. Ich habe den KH-Keeper ja jetzt etwas über ein Jahr oder sogar länger ist das jetzt mittlerweile her. Und seitdem ist immer noch die erste Sonde drin. Die Sonde scheint jetzt so langsam aber sicher an ihre Grenzen zu kommen. Ich muss tatsächlich hingehen und einmal die Woche die Sonde reinigen, weil sich mittlerweile wieder Bakterien ansetzen. Das sehe ich meistens daran, dass der pH-Wert nicht stimmt, aber der gemessene Wert, so Pi mal Daumen, dann doch einigermaßen in dem Bereich ist, wo er hingehört. Also wenn ich das anderthalb auf zwei Wochen laufen lasse und dann die Sonde reinige, ist der pH-Wert jenseits von Gut und Böse, liegt irgendwas bei 7,6, 7,7. Und die Sonde hat dann, oder die Abweichung beträgt dann so ungefähr 0,2. Das heißt also, anstatt, der zeigt mir meinetwegen eine 7,7 an, aber tatsächlich ist es eine 7,5. Das ist jetzt hier erstmal nicht weiter schlimm, da kann ich mit leben. Und wir alle wissen, dass die Sonden von Refactory nicht gerade die günstigsten sind, weil es sollen ja Qualitätssonden sein. Aber ich werde jetzt mal demnächst ein Experiment starten und hingehen, mir eine handelsübliche Sonde in den gleichen Abmessungen zulegen und mal schauen. Ich werde natürlich die Aktionen ausstellen dafür, was diese Sonden können, wie sie tatsächlich sind und ob man da vielleicht auch noch Geld sparen kann. Weil einerseits habe ich ja schon Geld gespart dadurch, dass ich mir hier meine Reagenz selber erstelle. Und vielleicht kann man das bei den Sonden auch machen. Jetzt werden einige sagen, oh nee, die sind ja extra darauf ausgelegt, extra getestet. Ja, schauen wir doch einfach mal. Vielleicht funktioniert das auch mit einer 60-Euro-Sonde, die ich bei einem namhaften Hersteller mir organisiere. Angeschlossen sind die alle, werden die alle gleich. Die haben mehr oder weniger die gleichen Spezifikationen. Und dann schauen wir ganz einfach mal, was bei rauskommt. Wie gesagt, ich werde die Aktionen aussetzen, weil ich einfach davon ausgehe, dass wenn was passieren sollte, ja, könnte ich mir damit das Becken natürlich auch gegen die Wand fahren, aber das ist auch ein Punkt, den ich demnächst in Angriff nehmen werde, mir eine entsprechende Sonde besorgen und da kommt dann auch noch ein Video drüber, wie man die dann anschließt und austauscht und dann werden wir sehen, was dann passiert und ob man da vielleicht auch nochmal Geld sparen könnte, weil die Sonde, die, wenn man sie bei Refactory selber bestellt, kostet 110 Euro, ist eine Hausnummer. Bekannter von mir, der Marcel, hatte jetzt die Problematik, dass seine Sonde nur noch Mist angemessen hat. Also sprich, das hat überhaupt nicht funktioniert. Die war also jetzt nach einem Jahr, die war sie jetzt tatsächlich hinüber und hat jetzt tatsächlich eine neue bestellt. Und dann schauen wir mal, dann können wir gleichzeitig mehr oder weniger schauen, liegt es tatsächlich am Gerät, hat da vielleicht die Elektronik einen weg oder war es dann tatsächlich die Sonde und parallel wird dann bei mir dann auch getestet, funktioniert das mit der anderen Sonde auch, ja oder nein. Aber werden wir sehen. Gut, was haben wir noch? Ja, Sommerfest hatten wir, das Rauspolieren des Kratzers hatten wir auch. Mein Missgeschick, ja, ist ja schon wieder einiges passiert und das Video ist wahrscheinlich auch wieder viel, viel zu lang geworden. Ich fliege gleich nochmal mit euch durchs Becken. Nachdem ich mich verabschiedet habe, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch irgendwas habt, Sorgen, Nöte, unsätzliche Anträge, schreibt es mir in die Kommentare oder über die üblichen Kanäle. Über Insta könnt ihr mich am besten erreichen. Da gibt es auch die entsprechende Info in der Infobox, den Link zu meinem Insta-Kanal, wo ich dann hier und da dann auch mal zwischendurch ein bisschen was bringe. Ja, aber in diesem Sinne, ich bedanke mich nochmal für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Video. Was dann auch immer kommen wird, werden wir sehen. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper.